Hallo ihr Lieben, ich melde mich seit langem mal wieder aus der Versenkung, ja. Kam ja jetzt lange Zeit nix und jetzt aber auch erstmal nur mit einem kleinen Update, Info, Statement, Video oder wie auch immer man das nennt. Also ich habe drei kleine Punkte, die ich gerne mit euch durchgehen möchte, die ich gerne ansprechen will, was mir auf dem Herzen liegt. Und zum weiteren Kanalgeschehen, sag ich mal, habe ich ein Video gerade in Arbeit, beziehungsweise mehrere Videos zu einem, ja, brisanten Thema, sehr aktuell und sehr, sehr wichtig, auch für uns als Christen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sage noch nicht, was es ist, aber ja, auch das im Voraus vielleicht schon mal. Ihr dürft es dann gerne teilen, werde ich dann aber auch nochmal sagen. Und ja, ansonsten, es sind so einige Dinge, die ich noch habe. Einiges, was auch schon hochgeladen ist, nur noch nicht veröffentlicht wurde. Da habe ich gedacht, okay, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber ja, ihr dürft auch gerne im Gebet mich da unterstützen, weil manchmal merke ich, okay, es ist sehr angefochten, auch die ganze Geschichte. Und ich habe da auch dann, irgendwie kommt dann so kleine Zweifel rein, wenn was fertig ist. Soll ich das wirklich hochladen? Passt es jetzt? War das vielleicht doch wieder nur, um irgendwie Content zu produzieren oder wie auch immer, ja? Das ist sehr, sehr umkämpft. Sehr, sehr umkämpft. Und war es in der Vergangenheit auch, aber zurzeit habe ich einfach so viel im Kopf und damit gleich die Überleitung zu meinem ersten Thema. Ich habe einige Nachrichten bekommen und einige neue Kommentare reinbekommen in den letzten Wochen. Und habe es einfach nicht hinbekommen, da angemessen drauf zu antworten, beziehungsweise überhaupt drauf zu antworten. Angemessen will ich, dass es ist, ja, also dass ich dem Ganzen auch gerecht werde und ich versuche das auch. Es ist nur so, dass ich gerade sehr, sehr viel im Kopf habe. Mal wieder, der Herr, ja, arbeitet und er macht und er tut und das sind auch alles Gebetserhörungen. Ich weiß das auch und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Und dennoch, es ist sehr, sehr viel momentan, was mich so umtreibt, was mir ja die eine oder andere Herausforderung gibt, wo ich einfach meinen Kopf jetzt voll habe. Oder auch körperlich ist zurzeit einfach sehr, sehr viel, was mich fordert, was mich herausfordert. Kind, Arbeit, tralala. Vieles einfach, was getan werden muss, was organisiert werden muss. Es kommt alles zusammen. Und ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass ich nicht so richtig weiß manchmal, wo mir der Kopf steht, beziehungsweise dass ich aufpassen muss, wie ich auch meine Ressourcen einteile, ja. Ja, einiges strukturiert sich gerade um, wie das halt so ist, ja. Und ich möchte dem Ganzen gerne gerecht werden, weil viele der Nachrichten, die ihr mir schreibt, sind sehr, sehr tiefgehend und sehr persönlich. Und ich will das nicht einfach so nebenbei machen, weil das ist auch mein Dienst, ja. Und da, auch da dürft ihr gerne für mich beten, um Weisheit, um Führung, um Ruhe, ja, und um Kraft. Genau, und ich möchte das auch alles beantworten. Ich möchte da auf jeden Fall drauf eingehen. Wisst nur, dass das nicht in Vergessenheit geraten ist oder so. Das ist alles auch gespeichert. Es ist auch nicht so, dass nichts ankommt oder so. Das ist mir einfach ein Herzensanliegen. Ich will das auch ordentlich machen, ja. Ich will es auch für euch machen. Ich weiß auch, ich habe eine große Verantwortung. Und staune da auch immer wieder, ja, wie der Herr so, was der Herr mir so zutraut. Auch jetzt Kommentare, die reingekommen sind, die gehen teilweise auch sehr weit und sehr tief und ja, Fragen einfach, die gestellt werden, die dann auch wieder Überlegungen brauchen und dann auch immer noch die Zeit im Wort, die ich wirklich, ja, um die ich wirklich kämpfen muss zurzeit auch. Das merke ich sehr, sehr stark. Und ja, mich einfach da disziplinieren muss auch, ja, immer wieder. Das ist so. Und es, ja, es ist halt einfach ein Kampf. Es ist einfach ein Kampf, das muss man so sagen. Und dennoch, ich merke auch, der Herr schenkt sehr, sehr viel Segen und ja, baut mich einfach im Gebet oft auch wieder auf, wo ich merke, er ist da und schenkt mir sehr viele schöne Gebetsmomente einfach auch in letzter Zeit wieder. Genau. Zweite Sache, wenn es um das Thema Kommentare geht. Entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen nasal spreche. Ich komme außerdem gerade aus einer Erkältung. Ja, also seht mir das bitte nach. Kommentare. Was ich mir vornehmen möchte in Zukunft ist, dass ich die Kommentare, das, was geschrieben wird,
noch mehr, ja, wie soll ich sagen, kontrollieren möchte. Oder mir das, sag ich mal, herausnehme, es auch gegebenenfalls auszusortieren. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Situation, das war auf Instagram, da habe ich einen Post gemacht und das wurde kommentiert von Menschen, ja, ich sag mal aus meiner Vergangenheit, ja, die noch in diesem ganzen, in dieser ganzen Spiritualitäts-, New Age-, Esoterik-, Persönlichkeitsentwicklungsblase stecken, ja. Und dann hatte sich ein Bruder eingeschaltet und es ergab sich unter diesem Post innerhalb von wenigem Hin und Her an Kommentaren, ergab sich eine Debatte und eine Diskussion und ich hatte dann Kontakt mit diesem Bruder und er hatte dann irgendwann die Kommentare, die er dort geschrieben hat, wieder rausgenommen und er erklärte mir, warum er das gemacht hat. Und zwar, und das fand ich sehr, sehr weise, hat er gesagt, dass aufgrund dieses Hin und Hers, diese Diskussion einfach auch potenziell Verwirrung gestiftet werden kann, weil eben auch möglicherweise Menschen auf meine Profile kommen, die nicht gläubig sind oder noch nicht gläubig sind, die vielleicht gerade noch Fragen haben, die noch auf der Schwelle stehen, ja. Und dann kann es komisch sein, ja. Und deswegen sage ich also das, was kommentiert wird in Zukunft unter meinen Videos, vielleicht auch auf Instagram, da ist das Publikum nicht ganz so groß oder die Reaktionen sind nicht ganz so groß, aber hauptsächlich hier unter den Videos werde ich einfach noch mehr durchgehen und es gibt auch bei YouTube irgendeine Funktion, hat man mir gesagt, ich mich da noch nicht näher mit beschäftigt, dass ich das im Voraus irgendwie filtern kann oder dass ich es, wie sagt man das, zurückhalten kann und erst kontrollieren kann. Ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Aber das habe ich auf jeden Fall vor, das zu tun. Genau, und eine kleine letzte Sache, die ich noch mit euch teilen möchte, ist, dass ich seit jetzt nicht ganz 4 Wochen verlobt bin. Und ich bin sehr glücklich und ich sehe darin, wir sehen darin eine deutliche Führung des Herrn und möglicherweise werde ich da auch auf dem Kanal hier nochmal in ja, mittelfristiger Zukunft drauf eingehen, das weiß ich aber auch noch nicht. Mal schauen. So viel also auch nochmal zum Thema, der Herr arbeitet an mir und er macht ganz viel und ich kann einfach nur in aller Dankbarkeit und Demut feststellen, ich habe das sowas von überhaupt nicht verdient, ja, dass er aus diesem ganzen Dreckshaufen, den ich ihm damals hingeschmissen habe, dass er da wirklich was Neues draus macht und mich so reich beschenkt, wirklich in vielen, vielen Punkten die letzten Monate auch, was ich gemerkt habe, so viel Segen geschenkt hat. Es ist nicht alles perfekt, natürlich nicht. Trotzdem, es ist so unfassbar, wenn ich das vergleiche mit vorher und ja, einfach wunderbar zu sehen, wie sich alles so wandeln kann, wie Jesus einfach alles neu macht, ja, wie diesen Neuanfang schenkt. Und deswegen in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal an dieser Stelle an alle lieben Brüder im Herrn, die mir die letzten Wochen, die letzten Monate Nachrichten geschickt haben, ob denn eventuell Interesse bestünde an einem Kennenlernen? Nein, es besteht kein Interesse. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's. Das wollte ich euch mitteilen. Ist einfach nur mal hier kurz an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich das mit den Videos jetzt ganz bald hinbekommen kann. Das ist alles schon abgedreht. Es muss teilweise noch ein bisschen geschnitten werden, Bilder eingefügt werden. Es ist ein kleines bisschen aufwendiger. Genau, aber erstmal so viel an dieser Stelle. Vielen Dank und ich wünsche euch Gottes Segen.